Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Thomas, ich bin wieder unterwegs auf Lost Place. Eigentlich habe ich mein Insta360 dabei, aber Akku leer bzw. die Akkus, was ich bestellt habe, haben nicht gepasst. Fauxpas. Dann nehme ich euch jetzt mal mit und ja, dann schaut euch das mal an. Das hier ist eine alte Federballfabrik. Da befinden wir uns im Büro. Krass, oder? Wenn euch das mal so anschaut. Ja, Jens ist auch mit dabei. Schaut euch das an. Total krass, oder? Was hier abgeht. Das hier ist das alte Büro, wie gerade eben erwähnt. Unfassbar, wie viele Unterlagen hier noch rumliegen. Wahnsinn. Also sie scheinen hier auch sehr erfinderisch gewesen zu sein, so wie es ausschaut. So. Verzeiht mir bitte, dass ich es mit dem Handy aufnehmen muss, weil mein GoPro habe ich auch im Auto liegen lassen, weil ich auch nur das 360 aufnehmen wollte. Federfälle an. Wahnsinn. Richtig krass. Und vor allem diese ganzen Akten. Diese ganzen Akten, das ist ja auch der Wahnsinn. Krasser Scheiß. Und das hier ist die alte Federballfabrik. Das ist schon krass, was man alles gebraucht hat, um letztendlich einen Federball herzustellen. Wahnsinn. So wie wir jetzt rausgefunden haben, hat die gute Dame auch noch Töpfe hergestellt. Leider, wie gesagt, geht meine Insta360 nicht. Das heißt, ein Handyvideo ist besser wie kein Video. Ja, ist so. Aber guckt euch das an. Wahnsinn, diese ganzen Federbälle. Und diese ganzen Maschinen dazu. Also hier könnte man sich stundenlang aufhalten. Schon krass. Hier sind die Federbälle anscheinend gestanzt worden oder so. Also quasi oben der Blöppel drauf gemacht worden oder irgend sowas. Ich meine, ich bin jetzt kein Federball-Experte. Aber guckt euch die Maschinen an. Guckt euch diese ganze Dimension an. Ja, das ist halt mitten unter uns. Also mitten in schönen Franken. Krass, altes Fahrrad. Ja, was mich jetzt ärgert ist, dass meine Insta360 im Endeffekt die Akkus nicht passen. Schon krass. Schaut euch das an, sogar ganze Drehbänke stehen hier drin. Hier ganze Maschinen. Ich habe zwar keinen Plan, von was die verwendet worden sind, aber die scheinen schon etwas anders, älter zu sein, weil hier steht noch Atlas drauf. Daher, wie gesagt, das Ganze mit dem Handy gefilmt habe. Daher 360 leer und GoPro im Auto gelassen und Akkus von meiner normalen Kamera auch leer sind. Ja. Scheiß Situation, wenn alle Akkus leer sind. Aber so ist es nun mal. Und damit muss ich jetzt durch.
Wir befinden uns immer noch in der geilen Federballfabrik, aber werden jetzt dann langsam den Rückzug antreten, in der Hoffnung nicht gesehen zu werden. Ja, so hätte ich das jetzt gesagt. Aber ist schon eine geile Location und ich würde sagen, gehen wir noch eine kleine Runde und dann drehen wir rum und dann geht's hier raus. Wie gesagt, seid vorsichtig, wenn ihr diese Location betretet. Die Besitzerin kennt keinen Spaß. Und wenn sie euch erwischt, dann Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Die Travados sind an den Fall dran. Die Travados. Gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, folgt den Kanal, abonnieren, kommentieren, ihr kennt das Spiel, euer Thomas.